rüber zum Boot! Zum Boot schon! Dieser Film hat all die Abenteuerelemente in der Tradition von Jack London. Er ist wunderschön wild, erschreckend poetisch und episch zugleich. Alejandro wollte einen sehr eindringlichen Film. Man soll in die Welt von Glass eintauchen. Kümmern Sie sich so lange um Glass wie nötig. Ich verstehe. Hugh Glass gehört zur amerikanischen Folklore, aber er war real und diese Dinge sind wirklich geschehen. Aufhören! Hilfe! Der Film hat verschiedene Ebenen. Oberflächlich betrachtet ist es eine Überlebensgeschichte. Unter der Oberfläche versteckt sich das, was vorher geschah, dass er seine Familie verloren hat. Der Film ist eine Bejahung des Lebens. Man sieht den Kampf ums Überleben in jeder Aufnahme. Es ist die Reise nur eines Mannes, aber er durchlebt das gesamte Spektrum an Gefühl. Alles, was ich hatte, war mein Junge. Er hat ihn mir genommen. The Revenant schildert die tragischen Dinge, die ihm passiert sind, mit unmittelbarer, großer Wucht. Aber man lernt auch den spirituellen Charakter von Hugh Glass kennen. Die Aufnahmen erzeugen eine Intimität mit den Figuren innerhalb dieser epischen Landschaften. Die geografischen Details sind wichtig, denn sie erzählen viel über die Charaktere, über die äußere, aber auch über die innere Reise der Figuren. Er hat Angst. Er weiß, wie weit ich seinetwegen gekommen bin. Mehr als alles andere wollte Alejandro die Poesie der Geschichte herausarbeiten. Was es bedeutet, wenn eigentlich alles gegen dich ist. Es geht um den Triumph des menschlichen Geistes. Für mich war das Wichtigste die Liebe eines Vaters und seines Sohnes. Das ist das Herz des Films. Es ist fast so, als würden die Sinne geschärft. Man taucht komplett in diesen Film ein. Er raubt einem den Atem. The Revenant, der Rückkehrer, ab Mittwoch, 6. Januar, nur im Kino.